Herzlich willkommen bei Swissstart Online. Mein Name ist Tino Grivelli, Gründer und Kooperationspartner. Unser Format Spieler des Monats gilt nicht nur für Spieler, sondern grundsätzlich für Menschen, die etwas für den Dartsport machen. Und da gehört zweifelsohne auch Daniel Lüthi dazu. Er ist Entwickler und auch Hersteller von der App Datalyzer in einem Trainingssystem auf sportwissenschaftlicher Ebene. Also es lässt sich nicht vergleichen mit den Haufen Trainings-Apps, die es gibt, sondern es ist eine App, die viel tiefer geht. Ich möchte hier aber noch nicht zu viel verraten, sondern euch gerne einladen auf die Hafers in der Nähe von Freiburg. Kommt mit! 55-jährige Daniel Lüthi, Ehemann und Vater von drei Söhnen, lebt in Hafers in der Nähe von Freiburg. Er arbeitet in Bern als Softwareentwickler in einem grösseren IT-Unternehmen. Parallel dazu ist er aber auch Inhaber von einer eigenen Firma, die Software und Apps entwickelt, wie zum Beispiel im Datalyzer. Auf diese App kommen wir in diesem Interview besonders zu sprechen. Seine Leidenschaft gehört neben seiner Familie und dem Darts auch im Jassen und Knobelspiel. Daniel, herzlichen Dank, dass ich heute hierher kommen für das Interview zum Thema Datalyzer, eine App, die du entwickelt hast, ein Trainingssystem, wo man sagen kann, das du immer durch, auch entwickelt hast. Aber bevor wir Kurve machen zu diesem Thema, würde mich natürlich wundern, wie du selber zu Dart gekommen bist. Woher kommt die Leidenschaft? Ja, zuerst mal dir herzlich willkommen und nochmal herzlichen Dank, dass ich hier das Interview mit dir machen darf. Ja, wie bin ich zu Darts gekommen? Eigentlich, ja, vielleicht wie die meisten schon, durch das Gucken von der Darts-WM, die auch beim Fernsehen gekommen ist. Was mich dort fasziniert hat, die Leute, die grölen im Publikum und die Profis, die nicht auf der Bühne rumstanden und nicht hochkonzentriert dort die Pfeile können schmerzen. Das hat mich fasziniert. Und nicht während der Darts-WM habe ich nicht im Keller einfach selber ein bisschen Pfeile schiessen. Zuerst noch auf die alte E-Dart-Scheibe von der und ich noch mit den Kindern, die ich auch gespielt habe. Und dann habe ich mir plötzlich gedacht, jetzt muss ich eine richtige Scheibe kaufen und mit der Steel Dart. Und so bin ich nicht dazugekommen. Ja. Jetzt höre ich aber, eben, du hast WM geschaut, das Turnier geschaut. Das heisst, du bist nicht, gehe ich richtig davon aus, du bist schon in einem gewissen Alter gewesen, wo du angefangen hast, oder? Ja, genau. Ich spiele erst etwa 4 Jahre jetzt da. Ah, okay. Genau. Also auch ein Sportzünder eigentlich. Genau, ja. Okay, genau. Okay. In deinem Umfeld gibt es noch mehr Daten? Oder wie reagiert dein Umfeld auf dein Hobby? Ja, es war nicht interessant, weil jetzt hier im Sensenbezirk, das habe ich zuerst auch nicht gewusst, aber jetzt schon seit längerem hat es da eine Darts-Liga gegeben im Sensenbezirk, wo der Manfred Remi und Silvio Stritta seit einigen Jahren schon durchziehen, wo sie nicht für nicht lizenzierte Spieler Turnier anbieten und okay. Hat 6 Mal im Jahr stattfinden. Und dort hatten sie auch Fernsehturniere, die sie jetzt machen, die sie im Regionalfernsehen zeigen. Und dort ist natürlich nicht so, dass ja, die Leute sehen das, haben das gesehen in der Region und ich wurde auf das angesprochen. Und das ist natürlich schon ein bisschen bekannt geworden. Und das war sehr interessant, die Leute, wie die Leute nicht sagen, was das für ein faszinierendes Hobby ist. Aha. Das haben wir schon angesprochen. Aber jetzt zum Beispiel, als ich nicht die Lizenz genommen habe und jetzt da quasi mit der Lizenz im Club spiele, das ist nicht schon eher so ein bisschen, das bekommen die Leute irgendwie weniger mit. Ja. Und da werde ich nicht so und Familie, Söhne oder so, hast du niemanden anstecken können? Ja gut, mein Sohn, der jüngste Sohn, hat jetzt da, ja, ist angesteckt worden durch das Dartfieber. Okay. Spielt jetzt auch im Club mit. Ah, okay, okay. Und ja. Wie betrachtest du Dart? Ist das für dich mehrheitlich ein Hobby oder eine wirklich ernstzunehmende Sportart? Ja, für mich persönlich ist es beides. Also einerseits mal ein Hobby, ein Ausgleich, nach der Arbeit, dass ein paar Pfeile schiessen und dann quasi die innere Ruhe, das innere Zentrum finden. Aber nicht auch mit den Kollegen spielen oder also im Club. Aber ja, natürlich probiert man auch strukturiert zu trainieren, dass man sich verbessern kann. Und in dem Sinne nehme ich es nicht auch ernst und probiere natürlich strukturiert zu trainieren, dass ich mich dort verbessern kann. Okay.
Das sehen jetzt die Zuschauer nicht, aber wenn du hast gesagt, so nach der Arbeit, ich glaube, du bist der Einzige, den ich kenne, wo im Prinzip aus der Sauna raus gerade auf die Dartscheibe schiessen kann. Das ist natürlich auch noch, ist natürlich auch noch ein gutes Gefühl, oder? Genau, ja. wenn wir so einen Ländervergleich machen, das ist auch eine Frage, die ich gerne jedem stelle. Weil es sieht doch jeden ein bisschen anders. Oder wenn man jetzt sieht, aktuell sind wir in der Weltmeisterschaft, man schaut auf die Bühne und dann denkt man, es ist so schade, es ist nicht irgendwie einmal ein Schweizer, der da rauflaufen darf. Wie siehst du die Schweiz im Vergleich zur Dartszene? Oder wo siehst du die Schweiz? Gut, ich kenne die Geschichte natürlich nicht, wie es früher war, wie lange das jetzt da die Dartszene in der Schweiz schon ist. Aber was ich mitbekomme, ist jetzt, dass es gleich relativ viele Vereine schon gibt in der Schweiz. Viele lizenzierte Spieler, die jetzt hier aufholen, das Hobby machen. Und wir holen quasi auf gegenüber dem Ausland. Aber es ist natürlich noch kein Vergleich mit England, wo natürlich jedem Pub das fast ein Volkssport ist. So weit ist es sicher noch nicht. Aber ich denke, ja, wir holen langsam auf. Ja, weil Talent hat man in jedem Sport, die gibt es. Aber an irgendetwas fehlt es einfach, dass man international, dass es einfach keine Schweizer gibt. Oder eben der Belmont der Einzige ist, der mal auf der Bühne oben gestanden ist. Und das ist schon noch faszinierend. Oder? Da muss man doch denken, hey, das darf doch nicht sein. Oder? Ja, ich denke, je mehr Spieler das einfach sind, desto mehr Talent oder findet man nachher. Und je breiter ist nicht das aufgestellt. Das ist in allen Sportarten so. Je mehr Spieler das man hat, ist entsprechend nicht da die Talente, die nicht vorkommen. Und das hat jetzt vielleicht halt in der Schweiz halt weniger breit aufgestellt. Ja. Mhm. Wie siehst du die Nachwuchsförderung in der Schweiz? Kriegst du von dem etwas mit oder hast du das Gefühl, oh, da haben wir einen riesen Nachholbedarf? Oder siehst du überhaupt eine? Ja, da kann ich nicht so viel dazu sagen, weil da sehe ich nicht so den Okay. Jetzt bleiben wir aber gleich beim Nachwuchs. Wenn jetzt irgendwie ein 13-Jähriger kommt, Bub, Mädchen, spielt gar keine Rolle. Oder die Eltern von dem, die sagen, mein Kind möchte irgendeinen Sport abmachen, wir wissen aber noch nicht was. Wieso soll der von Dart spielen? Ja, wieso soll er nicht von Dart spielen? Das ist eine ganz gute Antwort. Aber es gibt konkrete Argumente, wo du, vielleicht kann man es auch verknüpfen, welchen Typus siehst du als geeignet zum Dart spielen? Es gibt ja Kinder und Kinder. Und es gibt Extrovertierte, es gibt Introvertierte, es gibt Mannschaftstypen. Ja, gibt es irgendeinen Typus, wo du würdest sagen, doch, von dem würde ich das am ehesten sehen oder überhaupt nicht? Ja, ich denke, es ist nicht ein Sport, wo man länger ausüben kann. Also, man verpasst nichts, wenn man da nicht mit 13 anfängt. Also, man kann zuerst andere Sportarten machen, wo vielleicht ein bisschen mehr angesetzt sind oder mit Bewegung zu tun haben. Aber ja, man kann das auch als zweite Sportart natürlich machen und bis ins hohe Alter spielen. Also eigentlich hat man gar keinen Bedarf, so früh wie möglich anzufahren. Aber es würde natürlich schon Sinn machen für das Talent. Jetzt haben wir vorhin gesagt, wir wollen auf die PDC-Bühne rauf, oder? Also ich erinnere, dass man anfängt, je besser umso besser. Die Engländer gibt es ja viele, die spielen diese Kinder. Oder? Wenn sie bei uns anfangen, mein Sohn, der ist auch, wie alt ist er gewesen? Ich glaube, mit 8 hat er mal irgendwie versucht, zu schwingen. Weil es einfach im Kopf ist vom Schweizer, oder? Dass die Zöhne, die ein kräftig gebaut sind, gleich mal können auch verschwingen. Und in England ist das halt Darts, oder? Aber ich verstand schon, was du meinst. Ich soll jetzt erst mal etwas anderes probieren oder können etwas anderes probieren. Parallel. Es ist auch ein Sport, wo man zwei Sportarten miteinander machen kann. Oder? Es ist ja nicht so intensiv, dass man nach einem Training so durch ist, dass man gar nicht mehr anders machen kann. Und ich finde es super, dass es keine Altersgrenze gibt. Es hat sich heute zum Mittag jemand auf unserer Plattform angemeldet für ein Turnier, wo noch geschrieben hat vorher, ja, er hat halt die tolle Sportart erst jetzt entdeckt, er ist 67. Und er hat sich angemeldet, hat angefangen Dart zu spielen, das finde ich super, oder? Eben genau. Finde ich auch gut, was für Sportarten kannst du schon? Ich meine, ich kenne sie, ich habe lange Boule gespielt, Beton. Das ist eben alles so Randsportarten, das kannst du auch im Alter anfangen. Und von dem her ist es genau so, wie du sagst, Sportarten, wo es keine Altersgrenze gibt, oder? Genau, ja. Kommen wir wieder zu dir, die Trainingswoche. Hast du einen konkreten Trainingsplan? Spielst du, wenn du Lust hast oder wenn du im Club bist und sonst überhaupt nicht? Oder bist du eisern und sagst jeden Dienstag, ich bin, weiss ich was, around the clock oder irgendein Trainingsspiel oder sicher auch mit dem App, die du gemacht hast, mit deiner Software. Aber sag mal grundsätzlich, was hast du für Trainingseinheiten? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe so zwei grosse Leidenschaften. Oder? Das eine ist die ganze App-Entwicklung und die ganze Informatik. Mhm. Und eben auch das Dart, das neu dazugekommen ist. Und ja, das wechselt sich manchmal ein bisschen ab. Und wenn ich weniger App-Entwicklung mache, dann intensiver
trainieren. Im Moment tue ich jetzt wieder ein bisschen mehr an der App rumschrauben und weiterentwickeln. Und dann bleibt halt das Darts-Training ein bisschen auf der Strecke. Also ich kann nicht so viel üben oder trainieren, wie ich eigentlich müsste, dass ich mich noch weiterentwickeln kann. Aber ja, so 2-3 Stunden pro Woche alleine tue ich auf jeden Fall immer trainieren. Okay. Und 2 Stunden pro Woche, wo wir auch im Club trainieren. Und wenn du alleine trainierst, spielst du einfach oder hast du deine konkreten... Ja, dann habe ich verschiedene Trainingsspiele. Also zum Beispiel so 61 bis 100 auschecken in 60 Pfeilen. Oder nicht Double Around the Clock. Oder so virtuelle 180er ist so ein bisschen mein Lieblingsding für das Scoren. Aha. Also einfach die im 60er Feld bleiben stecken, lässt man drin. Und dann tun wir einfach mit zwei Pfeilen nicht weiterschießen, wenn nur einer drin gesteckt hat. Und bis dann quasi alle. Bis alle drei drin sind. Genau, okay. Ja. Manchmal geht das halt ein bisschen länger, aber manchmal. Vor allem, wenn der erste so unmöglich steckt, dass du die anderen drin kriegst. Oder? Okay. Genau. Das kenne ich jetzt nicht einmal. Das klingt aber noch spannend. Das klingt spannend und vor allem habe ich das Gefühl, lernt man so ein bisschen quasi auf das Triple-Feld schiessen, wenn schon zwei drinnen sind. Und das Herzklopfen geht dann schon ein bisschen runter, weil die Situation haben wir schon jetzt x-mal erlebt, dass zwei drinnen stecken und einfach voll drauf raus muss schiessen. Okay. Wie sieht dein Fitnessprogramm aus? Machst du noch etwas, also wirklich konkret für das Darts, für die Fitness? Nein, Fitness mache ich nicht für das Darts, einfach sonst für mich, dass ich fit bleibe. Aber auch das könnte ein bisschen mehr sein, ja. Also, als Zuschauer, man sieht es jetzt wieder nicht, aber in dem Raum, wo ich jetzt bin, steht hier neben mir ein Laufband, ein Boxsack. Also es sieht absolut nach Fitness aus, oder? Die Frage ist einfach, ob man es nicht brauchen. Oder ein Rennvelo. Okay. Ja, sehr sportliche Söhne. Ah, okay. Aber ich brauche inzwischen das natürlich auch. Und du bist auf jeden Fall ehrlich. Du hättest jetzt können sagen, ja sicher, das Laufband, jeden Tag bin ich eine halbe Stunde drauf. Dann hätte ich wieder ein schlechtes Gewissen. Wenn man so, Darts ist immer eine Frage zwischen Technik, Mental, Fitness. Wie setzt du, wenn du das Prozent würdest vergeben, wie setzt du das ins Verhältnis? Ja, Prozentzahlen sind schwierig zu sagen, aber was ich denke, ist, dass Technik macht relativ viel aus. Technik muss man einfach beherrschen, man muss 100'000 Mal einen Wurf gemacht haben und die Bewegung muss einfach sitzen. Wie der Roger Federer, den man irgendwie mal gesehen hat, wenn du etwas ändern an deinem Schlag, dann musst du irgendwie 10'000 Mal durchführen, dass nicht die Bewegung drin ist. Das muss einfach sitzen und das muss auch quasi vom Rückenmark auskommen. Und wenn du das nicht aber hast, dann ist nicht im Match ist relativ viel, ist sicher ein mentaler Druck, der da ist, mentale Stärke, Selbstvertrauen musst du haben. Dann nimmt das ein bisschen den Überhang. Aber im Trainieren und so, Technik und so musst du genau gleich trainieren und immer wieder trainieren. Die Fitness-Technik ist nicht so relevant für das Dartspielen. Sie haben noch die zwei anderen Aspekte. Also ich habe es bis jetzt auch noch nie so lange gespielt, dass ich das Gefühl habe, ich gehe aus da. Aber ich kann mir das schon vorstellen, jetzt, wenn ihr die seht, oder je nach dem Spiel hintereinander, wie lange sie wirklich auf den Beinen stehen am Schluss? Könnte das schon auch? Wobei, wie trainierst du mit aber Fitness? Ich denke, es ist nicht die körperliche Fitness, die du haben musst, sondern die mentale Fitness, so Konzentrationsfähigkeit, die du können haben, die ganze Zeit. Ich denke, das zählt mehr als die körperliche Fitness. Hast du auch irgendwie so Anko? Oder so, wenn du nervös bist oder bist an einem Spiel, spielst du gegen jemanden, wo du vermeintlich schlechter wärst, bist aber in Führung und kannst gewinnen. Und am Schluss geht es um den einen Dart, den du jetzt kannst ausdoppeln kannst. Bist du grundsätzlich kein nervöser Mensch? Oder wenn du nervös bist, was machst du dagegen? Ja, also ich muss sagen, Topus ist auch meine Schwäche und dort habe ich nicht schon manche Match versichert. Mhm. Aber ich versuche auch nicht während dem Spiel auch ruhig zu schnaufen, auf die Schnaufen zu konzentrieren zum Beispiel. Ja, ja. Oder nicht zu visualisieren, wenn du ein Topo schiessen willst. Und so Anker habe ich mir auch schon gemerkt. Oder ein paar Ankersituationen, die ich mir eben geankert habe. Dass ich mir Situationen wieder ins Feld führen kann. Das habe ich schon, ja. Okay. Und jetzt die Frage, keiner hat sie gerne und darum stelle ich sie eben. Und das ist eben das mit dem Average. Durchschnittlich Average, was spielst du so im Moment und was ist dein Ziel? Also das Ziel ist natürlich 100er Average. Ja.
Nein, im Moment habe ich leider, also beim Trainieren habe ich einen höheren Average, da locker über 50 Alben. Okay. Und bei den Matches ist er leider ein bisschen drunter. Aber da hat man sich aber wieder Nervosität, oder? Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall da. Ja, genau, ja. Okay. Jetzt, Daniel, der Grund, wieso als ich heute hier bin, mir ist das aufgefallen, ein Post in Instagram von den Emmentaler, wo du dort auf Besuch gewesen bist und das erklärt hast, habe ich das gesehen, was macht er da, oder? Und dann bin ich mal ein bisschen nachrecherchieren und dann habe ich das gefunden, und dachte, was mit der Uhr? Das kann ich ja gerade ausprobieren, lade ich das App ab und ein Apple Watch habe ich. Habe ich gerade mal ausprobiert und dachte, hat den Sinn dahinter verstehen und dachte, das ist jetzt eine geile Sache. Jetzt muss man Kontakt aufnehmen mit dir und so ist das zustande gekommen. Da hat sie gesagt, das ist ja selbstverständlich, mache ich gerne ein Interview. Und das ist ja ein bisschen der Grund, wie das Interview schlussendlich zustande gekommen ist. Oder? Jetzt das Trainingssystem, das du hier auf die Beine gestellt hast, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit allem, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe im App Store. Und ich nehme an, im Google Play Store ist es genau das Gleiche. Da gibt es einen Haufen Apps, die man abladen kann, die irgendwie ein paar Trainingsspiele vorschlagen, die alle kennen. Aber das, was du ja da machst, geht ja schon tief in die Materie von der Bewegungsanalyse. Und ich bin mir ein bisschen vorgekommen, wie Macklingen irgendwie. Und darum ist es hoch faszinierend. Oder? Jetzt am besten sage ich gar nichts mehr, übergebe dir das Wort und du erzählst unseren Zuschauern mal, was ist der Data-Laser? Man sieht es auch schön auf deiner Brust. Genau, ja. Was macht der, was kann der, was ist der und von was ist er? Genau, also Data-Laser ist primär mal eine App, die man herunterladen kann vom App Store. Und der Hintergrund von dem, oder ich muss anders anfangen, wie das entstanden ist, als ich angefangen habe zu spielen, habe ich so ein bisschen meine Leidenschaft von der Informatik und Softwareentwicklung auf verknüpfen mit dem Dart und überlegt, ja, wie kann ich meinen Wurfstil probieren zu optimieren, gibt es da Unterschiede, kann man das messen, wie das aussieht. Und ja, ich bin da Apple Watch Träger und habe mit meiner Apple Watch versucht, da schon vor etwa 4 Jahren ist das gewesen, versucht, ja, da zu messen, wie der Bewegungsablauf ist. Da habe ich das mal in meinem Club vorgestellt und die haben gesagt, ja, was ist das für ein Seich? Und die Apple Watch viel zu schwer und so. Und dann habe ich das ein bisschen auf einschlägen. Und dann ist der Harald Jansensberger mit seinem Buch «Dartsport» rausgekommen, wo ich dann gesehen habe, der hat ja genau das Gleiche eigentlich gemacht, was ich dann schon habe überlegt, was man da machen kann. Und der hat so kleine Sensoren, nicht gehabt, wo eigentlich fast das Gleiche ist wie so eine Apple Watch, also von den Bewegungsmessern und Sensoren, die drin sind. Also da ist die Apple Watch ist eigentlich genau das Gleiche drin. Und sie sind viel leichter, die sind 7 Gramm, so eine Sensor. Und dann habe ich mit dem einfach umexperimentiert, wo der Harald in seinem Buch hat nicht dort mit verschiedenen Spielern nicht, gemessen, was da eigentlich welche Parameter das wichtig sind für einen Dartwurf, und das nicht einfach vergleichen. Und ich habe nicht auf dieser Basis eine App entwickeln, die Daten von diesen Sensoren quasi live misst, wenn man da Sensoren am Handgelenk hat oder einen am Oberarm, dass man nicht genau die Winkel und die Beschleunigungswerte vom Sensor kann messen und nicht irgendwie vergleichen mit besseren oder schlechteren Spielern. Und nicht eben vergleichen, welche Parameter das da relevant sind. Und ja, die kann man nicht irgendwie messen und die kann man darstellen in der App. Und jetzt sagst du, vergleichen mit besseren oder mit schlechteren Spielern, gibt es denn so einen Referenzwert, wo man sagt, so müsste es eigentlich sein? Ja, das ist eben noch schwierig. Und da teilen sich die Meinungen auch. Aber ich habe relativ viele Studien gelesen, von Universitäten zum Teil, die so Wurfanalyse gemacht haben mit hochauflösenden Kameras, also Profikameras und so. Und die haben ganz klar auch Werte gesehen und gesehen, wo Werte entscheiden, ob jetzt ein Wurf besser wird oder nicht. Also es gibt Parameter, wo beeinflussen, ob jetzt gut schießt oder nicht. Mhm. Und da sehen wir klare Unterschiede zu den von den Profis zu den normalen. Aber du würdest es nicht sagen, wenn man jetzt so eine. Oder man setzt es nachher sicher schnell anhand von der Grafik, was das genau aufzeichnet. Aber es wäre wahrscheinlich der falsche Weg, wenn man jetzt versuchen würde. Oder wenn man jetzt eine Grafik aufzeichnet von einem Profi
Und dann hat das irgendeine gewisse Linie, eine gewisse Struktur oder Form und man will das imitieren, wäre das Gleiche, wenn man den Wurfstil versucht zu imitieren. Das geht ja, irgendwie genau. Nicht, oder? Also. Genau, es hat relativ viele individuelle Parameter, also wie man den Pfeil hat, wie man ihn loslässt. Viele Sachen sind individuell, es muss auch zu einem passen. Der eine hat ein bisschen kürzere Arme als der andere. Und darum muss man ihn irgendwie ein bisschen anders haben. Der eine ist irgendwie viel grösser und kann fast auf die Dartscheibe vorliegen. Also da hat es relativ viele individuelle Parameter. Aber eben, der Harald in seinem Buch hat das sehr wissenschaftlich, er ist auch Sportwissenschaftler, sehr systematisch gemacht und hat nicht 5 Parameter herausgefunden, die er sagt, die sind leistungsbestimmend. Das ist der 5D-Dart-Screen, da kommen wir sicher auch noch drauf, oder? Genau, ja. Und ja, jetzt kann man mit der App kann man jetzt die Parameter messen und die kann man nicht vergleichen mit den Werten, die Harald hat gesagt, die Referenzwerte sind, die ein Profispieler mit weniger guten Spielern verglichen hat. Und dann kann man probieren, also das muss man mal ein bisschen messen, dass man herausfindet, wo dass man vielleicht Handlungsbedarf hat. Für das gibt es eben den 5D-Dart-Screen, den man hat am Beispiel mal gesehen. Und wenn man nicht sieht, wo man noch Potenzial hat, sich zu verbessern, dann kann man natürlich nicht die Parameter gezielt nicht dort trainieren. Das wäre dann das mit Trampeln? Genau, ja. Also gut, da kommen wir ja dann auch noch drauf. Du selber, wie viel trainierst du mit dem? Ja, das ist ein bisschen verschieden und genau dort habe ich so ein bisschen das Problem, wieso der Somi Average so nicht so also stagniert ist. Wenn ich auch trainiere, habe ich so ein bisschen Funktionalität im Kopf. Also, wenn natürlich jetzt einer trainiert, der nicht Softwareentwickler ist und die App einfach so braucht, dann wird er einfach probieren, seinen Wurfstil zu optimieren. Und ja, ging mit ihm, mit einer Hirnzelle, und ich noch gleichzeitig überlegen, stimmt jetzt der Wert, das ging mir gut dargestellt. Also ich habe relativ viel mit der App trainiert, das muss ich sagen. Mhm. Aber ich einfach ging auch an die Funktionalität denkt und Funktionalität testet oder das im Hinterkopf hatte. Aber wenn ich ein Zeitchen nicht ohne das im Hintergrund hat trainiert, habe ich nicht schon gemerkt, dass ich Fortschritte gemacht habe. Okay. Und ja, was ich jetzt empfehle, so bei der App, wenn man es da mal gemessen hat, dass man, wenn man so Sensoren hat, kann man das nicht in sein tägliches Training einbauen. Also es macht keinen Sinn, nicht stundenweise mit dem zu trainieren. Aber wenn man nicht im Technikteil, oder so verschiedene Phasen vom Training, wenn man so im Technikteil nach dem Einwärmen, kann man gut 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie lange man trainiert, nicht oder das Ampeltraining für gewisse Parameter machen und schauen, dass man dort, dass sich dort ein bisschen verbessern kann. Okay. Was unterscheidet der Dart allein so zu anderen Dart-Analyse-Tools? Ja, welcher Dart-Analyse-Tools? Nein, es gibt. Also, ich habe da auch ein bisschen Recherche gemacht. Es gibt eigentlich nichts Vergleichbares, was genau das macht. Also, der Harald in seinem Buch hat auch so Sensoren, aber der tut es quasi alles nicht manuell messen, jetzt Excel übertragen und so. Aber genau so App gibt es nicht. Es gibt viele Apps, wo man irgendwie Video machen kann und nicht mit dem Video Winkel messen und Dartfish. Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Aber die sind einfach relativ zeitaufwendig, oder? Und wenn man das vergleichen will und nicht verschiedene Würfe haben. Und beim Datenleser kann man sich vorstellen, der Sensor da, der tut 100 Mal in der Sekunde tut der immer den Winkel genau der App übermitteln. Und dann hat man wie ein Slow-Mo-Video von der Bewegung, wo man dann quasi im Ding sieht. Und das automatisch, ohne dass man in einem Video etwas manuell noch müsste nachmessen oder schauen. Hast du das patentieren lassen? Sag mal. Nein, das habe ich nicht patentieren lassen. Wenn man sich vorstellt, das ist exklusiv. Wenn man jetzt rechnet, wie viel Daten es gibt auf der Welt und wie viele Junioren. Also ich sehe vor allem auch dort die Zielgruppe, von jemandem, der anfängt, dass er nicht von Anfang an schon ein Seich lehrt. Wie natürlich auch für solche, die ihren Stil verbessern und so weiter. Aber wenn man denkt, dass es das nicht gibt und ein Schweizer hat es erfunden. Oder? Und ein bisschen abgeschaut beim Harald. Ja, aber schlussendlich die Umsetzung. Ich habe das Buch natürlich dann auch gekauft, ich habe die Sensoren gekauft, ich muss dann immer gerade alles haben. Aber wie du sagst, das App dazu,
wo das noch gerade darstellt. Ja. Das ist ja, ich meine, dort drauf, weil Sensoren hast du auch nicht selber erfunden, oder? Aber das auswerten und schlussendlich darstellen, und das ist ja die grosse Kunst, denke ich mir jetzt einmal. Oder? Die musst du zuerst können auslesen via Bluetooth oder das via Das hat relativ viel Aufwand bedeutet, ja genau. Also das habe ich relativ viel Zeit drin investiert. Ja. Jetzt grundsätzlich, was kann man alles daraus herauslesen? Aus dem, wie gesagt, wir haben glaub, zwei Sensoren, die man unterschiedlich anbringt. Der eine ist glaub, immer am Handgelenk, die andere den Oberarm oder Rücken oder Schultern oder wo anbringen. Und was für Bewegungen kann man schlussendlich dort daraus herauslesen? Also im Moment ist es so, dass man eben die fünf Parameter herauslesen kann, die Harald uns im Buch hatte. Also das ist das zehnte Mal die Darmbewegung, wo nicht misst vom Anfangswinkel bis Endwinkel, wie weit das geht. Der Oberarm, wie fest er so bewegt. Dann die Wurfstärke, wie fest dass man schießt, richtig Dartboard, wo die Beschleunigung in G messen, richtig Dartboard. Und wenn und wie häufig sollte man so ein sogenanntes Ampeltraining benutzen, anwenden? Ja, oder anders gesagt, es gibt ja den 5D-Dart-Screen und da denke ich, es macht nicht Sinn, den täglich zu machen, sondern irgendwie alle 2-3 Monate kann man den zum Beispiel nicht machen, dass man sich vergleichen kann und Fortschritt sieht. Und das Ampeltraining kann man ja, bei Bedarf in sein tägliches Training einbauen. 5 Minuten, 10 Minuten, wie man will. Mein Sohn zum Beispiel, als er angefangen hat, hat er relativ intensiv mit der App trainiert. Mhm. Und da hat er vor allem den Winkel geführt, dass er immer quasi gleich die Strecke nicht geübt und angestellt. Und der hat relativ intensiv 2-3 Stunden pro Woche das braucht. Und der hat dann nicht ohne Probleme auf einen 60er Average gekommen. Und ich habe ihn nicht mehr können schlagen. Ich musste sagen, jetzt musst du hören, jetzt schlage ich nicht mehr. Ah, okay. Und, aber jetzt mittlerweile hat er eine Schule angefangen und berufsbegleitend Bachelorstudium. Jetzt kann er eben auch nicht mehr so viel üben. Jetzt, schlagen wir wieder. Sicher? Genau. Ja. Ah, okay. Ja, du musst einfach in Zukunft, wenn er besser ist, musst du einfach immer ein Studium finanzieren oder so. Genau. Ja, okay. Was kostet das Teil? Was kostet die App? Also die App kostet fast nichts. Die kostet so ein Abonnement, das man jährlich bestellen kann oder monatlich. Die ist monatlich 3 Franken. Und jährlich 30 Franken. Und ja, die Sensoren, die kosten halt ein bisschen. Die sind $90 das Stück. Die muss man aus Amerika bestellen. Und natürlich mit dem exklusiven Versand. Also muss man noch separat zahlen. Aber wenn man mal die Sensoren angeschafft hat, ist es relativ billig. Und ich hoffe natürlich, dass es möglichst viel werden brauchen. Dann kann ich auch bei diesem niedrigen Preis bleiben. Okay, also ich kann jetzt hier aus eigener Erfahrung reden. Das Problem ist, also der App-Preis ist ja eigentlich ein Witz, sage ich jetzt mal. Ich habe da viel mehr gezahlt, weil ich finde es wirklich genial. Aber der Sensor, der ist an und für sich auch günstig, aber wenn ihr dann so eins kauft, dann gibt es zwei Möglichkeiten, normalen Versand, da wartest du irgendwie eine Ewigkeit, und wenn du den Versand willst, wo in einer ansprechbaren Zeit, weil vielmals, wenn man so etwas kauft, will man es ja möglichst gleich ausprobieren, so geht es mir. Und da habe ich den schnellen Versand nehmen, der kostet dann tatsächlich 50 Steine. Ein 7-grammiger Sensor kostet 50 Stutz Versand. Und darum würde das vielleicht Sinn machen, wenn man das hört, dass man ein bisschen Werbung macht dafür, auch für andere. Und dann ein paar zusammen sind, die sich sagen, oh doch, wieso nicht, ich bestelle gerade so einen, dass man so eine Sammelbestellung machen kann und sich das Porto aufteilen. Das würde je nachdem noch Sinn machen. Genau, da gibt es auch Mengenrabatt beim Hersteller. Ich habe das auch überlegt, dass ich die Sensoren selber zuerst einkaufe, in 50 oder 100 Stück, und nicht von hier vertrieben. Das Problem ist auch ein bisschen dort mit der Garantieleistung, die ich dann machen müsste. Also ich müsste hier quasi 2 Jahre Garantie geben, und beim Hersteller habe ich nur 3 Monate. Darum habe ich gedacht, ja, ist das Beste, wenn einfach jeder selber die Sensoren direkt bestellt. Vernünftig. Gibt es auch eine Möglichkeit, wir reden immer von App und Pad und weiss ich was, gibt es auch eine Möglichkeit, dass man das schlussendlich auf dem PC darstellen kann? Ja, im Moment noch nicht. Ich bin aber dran, das zu machen, weil für das Entwickeln habe ich natürlich auch schon eine PC-Version gebraucht, um das zu analysieren am Bildschirm und das gross darstellen. Und ja, was ich dran bin oder am Überlegen bin, so eine Club-Version zu machen, dass man quasi
jeder, der die App braucht, dass nicht die Daten quasi in die Cloud hochgeladen werden. Und dass nicht zum Beispiel der Trainer von all seinen Spielern nicht das am PC könnte auswerten, vergleichen, mit dem Spieler nicht am PC das besprechen. Weil gewisse Sachen, eben das Output-Training zum Beispiel, ist sehr ansprechend auf dem iPhone oder auf dem Tablet, das zu machen. Aber wenn man nicht mehrere Grafiken oder so darstellen will oder das ein bisschen vergleichen, dann ist natürlich dort der Bildschirm schon relativ klein. Aber im Moment gibt es die Version noch nicht, aber ich arbeite dran. Super, da freuen wir uns doch. Wie ist das, Informationen, wer sich jetzt interessiert, schaut auf der einen Seite das Interview. Wie kommt dann mehr Informationen? Kann er dir anrufen auf deiner Webseite oder gibt es sonst noch mehr Informationen darüber? Ja, im Moment habe ich auf meiner Webseite, also auf datalaser.com, habe ich Informationen aufgeschaltet. Ich habe ein Filmchen, YouTube-Filmchen gemacht, wo das erklärt, wie man das anwenden kann. Dann habe ich relativ viele Help-Screens, also Hilfetexte in der App selber, wo das nicht beschreibt. Jetzt mittlerweile habe ich gemerkt, dass das aber noch zu wenig ist und vor allem, ja, dass man ein bisschen noch detaillierter muss erklären, was die verschiedenen Grafiken sind, wie die das genau zusammenhängen, wie dass man das oder was man dort herauslesen kann. Und ja, das muss ich jetzt noch verbessern und tue jetzt noch ein paar Filme oder Dokumente noch zusätzlich auf das Internet hochladen. Also du hast jetzt genau mehr angesprochen. Ich finde es absolut faszinierend, wie die Sensoren schlussendlich in der App die Bewegungen aufzeichnen. Aber ich persönlich bin noch nicht in der Lage, die zu interpretieren. Oder wenn jetzt die Kurve nach rechts rausgeht, was heisst das für mich und wie korrigiere ich es? Und wo sollte sie durch? Und das sind so Fragen, ich habe schon gesehen, du hast extrem viel Text und Tutorials und so weiter. Und da habe ich irgendwie gedacht, bin ich einfach zu doof, um das zu begreifen. Oder? Und darum bin ich extrem froh, bin ich heute hier, auch wenn die Kamera nicht mehr läuft, oder vielleicht komme ich dann wirklich schon draus, wenn wir nachher hier eine Studie machen, dass ich nochmal fragen kann, was jetzt die Bewegung genau heisst. Oder? Du hast mir dann nochmal etwas geschickt, da bin ich schon wieder ein bisschen besser draus gekommen. Ich denke, es ist nicht ganz ohne, bis man mal die Grafiken kann interpretieren kann. Weil an dem liegt es ja am Schluss, dass ich auch weiss, aha, das mache ich falsch, jetzt muss ich das korrigieren, dass die Kurve nachher so aussieht. Und das habe ich bis jetzt noch nicht, also ansatzweise, geschafft, bei den einzelnen Grafiken, oder? Ich meine, der 5D-Screen, da versteht man gleich mal, oder? Wenn die Kurven nicht innerhalb des roten Bereichs sind, weiss man, man muss dort dran arbeiten. Und dann geht es aber ins Detail. Aber darum sind wir ja heute hier. Jetzt, genau. Wenn irgendein Club oder irgendein Verein oder eine Einzelperson oder irgendjemand sagt, das tönt irrsinnig, aber ich glaube, mir ist das zu aufwendig, um das anzuschaffen oder so, aber ich würde mal gerne so eine Analyse machen. Oder der Club, der sagt, ja komm, dann laden wir doch einmal ein. Dann können mal alle ihre Würfe machen und dann laden wir vielleicht einmal im Monat ein oder weiss ich was, biete ich so etwas auch an? Ja, genau. Und da muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen in die Geschichte. Die App gibt es jetzt ca. 2 Jahre, 1,5 Jahre. Und da ist mir jetzt einfach die Pandemie, Corona-Pandemie dazwischen gekommen, weil ja, die App musst du ein bisschen vorstellen, die lässt du nicht einfach ab und kannst sie ausprobieren und dann verstehst du alles. Ich habe da geplant, bei den Club vorbeizugehen und das zu präsentieren. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Skillart-Team in Emmental. Besten Dank noch an euch, dass ich da euch das auch zeigen durfte. Danke euch, gibt es auch das Interview. Dankeschön. Genau, ja. Also ich habe jetzt Ihnen das mal dort so pilotmäßig, also bei meinem Club habe ich so vorgestellt, da sehen Sie Stil, aber das ist schon ein bisschen her, mit der ersten Version. Und jetzt habe ich es eben zusammen mit auch zeigen, so ein bisschen pilotmäßig beim ersten Verein. Und hoffen wir dort, also Sie können jetzt das mal ein Zeitchen brauchen, ein paar Wochen brauchen die Sensoren, und gehen dann nochmal vorbei und tun dann die Werte probieren zu erklären. Und kann man natürlich nicht auch Feedback holen, was man verbessern kann bei der Präsentation, auch selber in der App. Und mein Ziel ist nicht da, dass ich natürlich in möglichst vielen Vereinen das kann vorstellen, was die App ist. Und idealerweise, wenn sie natürlich gerade die Sensoren würden kaufen oder vom Club her, dass nicht die Mitglieder daheim zum Beispiel das nicht können üben, dass nicht jedes Mitglied selber so Ding Sensoren muss haben. Ich denke, das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, das ich mir vorstelle, dass eben Clubs Sensoren kaufen und nicht die einzelnen Mitglieder die App quasi lizenzieren. Mhm.
Und eben, wenn ich nicht vorbeigehen kann bei den Club, kann ich das Ihnen auch zeigen. Ich kann zeigen, wie die App funktioniert. Ich kann dort vor Ort so einfache Datenanalyse machen. Man kann natürlich, wenn man es intensiver will und alle Details und so will Dinge besprechen, dann dauert das fast eine Stunde. Das kann man natürlich nicht beim Vorstellen bei einem Club nicht machen. Da macht man auch mal einfache Analyse mit dem 5D-Datenscreen. Und dann können Sie die App ausprobieren und ich kann dort auf die Frage eingehen. Also ja, wenn Club Interesse haben, ohne weiteres bei mir melden und ich komme gerne vorbei. Und ein Einzelspieler, der das schaut, der das gut findet, kann sich auch bei dir melden? Ja, genau. Darf der einfach zu mir auf die Tafel kommen, dann kann ihm da den Raum zeigen mit den vielen, mit der Sauna. Genau, mit der Sauna, mit dem Laufband, der Sportraum. Genau, ja. Für einen Sohn, mit dem Boxsack. Genau. Das biete ich auch, ja. Gibt es ein Zielpublikum, wo du dir sagst, klar, ist es von jedem Data, oder gibt es ein Zielpublikum, wo du sagst, das ist vermutlich am ehesten von der Typ XY? Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt sicher Spieler, die sagen, ja, das ist nicht nötig oder es interessiert mich nicht, wenn ich den Wurf verbessern will. Oder eben so solche, die schon so gut sind, wo das keine Rolle mehr spielt. Also ich denke, das letzte Prozent holt man mit dieser App nicht mehr raus. Ich denke, es gibt viele ambitionierte Spieler, die so wie ich ambitioniert sind. Ich habe leider nicht so viel Talent, aber vielleicht andere, die ein bisschen mehr Talent haben und dann probieren weiterzukommen, wo die App nicht können brauchen und an ihre Technik können fehlen. Also ich denke, es gibt relativ viele Leute, die denken, was kann man da noch optimieren. Und eben, die App ist irgendwie eine Möglichkeit, dass man das objektiv kann messen kann darstellen kann verbessern und oder Fortschritt nicht zu sehen. Aber es gibt auch solche, die sagen, ja, mir interessiert das nicht. Ich mache das mit meinem Trainer. Der Trainer schaut zu und probiert das zu erklären. Das ist auch gut. Aber es sind natürlich nicht alle die Möglichkeiten oder Trainer zur Hand oder im Club, wo ihnen das zeigen kann. Und dann bietet natürlich die App die Möglichkeit, sich selber noch zu verbessern. Okay. Also eine Aussage glaubt ihr nicht, was du jetzt gesagt hast, dass du kein Talent hast. Weil die Tutorials, die ich geschaut habe, die Wurfstil, das sieht auch aus wie einer, der auf der PDC-Bühne oben steht. Also, ja, danke Stil, für die Blumen. Das ist rein vom Stil her. Also, wie gesagt, und wenn du sagst, wenn du daheim spielst, nach 4 Jahren 50, also ich glaube, es spielt auch nicht jeder 50, oder? Also, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich angefangen habe, hatte ich einen höheren Average. Ich hatte viel mehr 180er und auch höhere Checkouts, relativ viel. Aha. Aber dann habe ich mal meinen Stil gesehen und das probieren. Also er ging irgendwie nur so komisch geschossen. Eben in diesen Fernsehturnier habe ich das gesehen. Ich dachte, was ist denn das für einen da? Und dann habe ich das einfach optimieren, auch mit der App. Aber ich denke, das ist bei jeder Optimierung so ein bisschen das Problem. Cool. Ist das Tal der Tränen, da muss irgendwie jeder da durch. Ja, absolut. So als Abschluss, wo siehst du den Dataleiser in einem Jahr, in 2 Jahren? Willst du hin mit dem? Als ich das vor einer Zeit mit ein paar Kollegen diskutiert habe und gesagt, ja, ich habe das mit dem Mitch besprochen, ich habe das an der Swiss Open gezeigt, hat dann der Kollege gesagt, ja, möchtest du nicht mal mit einem kleineren Turnier anfangen? Dann habe ich gesagt, ja, eben, Swiss Open, ich fange mit einem kleinen Turnier an. Mhm. Also das Ziel ist natürlich schon, dass es mehr Klub können brauchen oder mehr Leute können brauchen, Europa und weltweit. Aber ich fange jetzt ein bisschen an, im deutschsprachigen Raum. Dann muss ich auch Dokumentation nur auf Deutsch machen. Mhm. Aber ja, hoffe also, auch, dass es nicht auf weltweit nicht gebraucht wird. Wissen die das in Deutschland, dass es das gibt? Ja, auf jeden Fall. Es gibt Leute schon in Deutschland, die das auch schon abladen und brauchen. Ah, okay. Aber es ist vor allem im Moment erst im deutschsprachigen Raum, sagen wir mal 80% der Benutzer sind im deutschsprachigen Raum. Und es hat aber auch Engländer und Amerikaner, die es schon abladen. Ja. Okay, ja, super. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich herzlich für das Interview. Wenn du noch das Gefühl hast, ich habe irgendeine Frage vergessen, die dir jetzt extrem wichtig ist, die du noch nicht gesagt hast zu diesem Dataleiser, zum Dart, zu dir und so weiter, nur zu. Nein, ist doch alles gesagt worden. Besten Dank an dir, dass ich da für Rede und Antwort stehen durfte. Ja, das ist ganz gerne geschehen. Dann komme ich zum Schluss, wie immer, also fast zum Schluss, und mache ja nachher dann, wo wir dir den Dataleiser noch vorstellen.
Als kleines Dankeschön für das Interview. Wie gesagt, ich tue ja Leder verarbeiten, das erzähle ich jedes Mal. Und ich habe auch dir rein handgemacht. Ein Dart-Case, seit ich Dart spiele, habe ich natürlich auch angefangen, so Case zu machen. Ich glaube, bis jetzt bei den anderen Interviews hat man sie gar nicht gesehen, was ich habe. Schnell nebenan. So. Jetzt sieht man noch mal eins. Und da gehen sicher 6 viel rein. Und auch mit L-Style. Und wenn du es für das brauchen kannst, brauchst du das. Und wenn du sonst etwas kannst, brauchen kannst, brauchst du sonst etwas. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch dir. Besten Dank. Also, Daniel, erzähl jetzt mal etwas von diesem Data-Laser. Okay, also ich habe hier die Data-Laser-App offen. Auf dem Home-Bildschirm sieht man so jetzt gerade die Statistik von den verschiedenen Würfe, die ich da mal gemacht habe. Das ist jetzt da vielleicht nicht so repräsentativ, weil ich das aber mehr gebraucht habe zum Üben auf dem Gerät. Eben, da kann man halt verschiedene Trainings machen, die man da spielen kann. Man hat jetzt da Tab für 5D-Dart-Screen. Dann empfehle ich, dass man das am Anfang macht. Ich tue das für mal schnell noch drehen, dass man gerade alles aufs Mal sieht. Also die Idee vom 5D-Dart-Screen ist, dass man alle Parameter, die da relevant sind, leistungsbestimmend sind, dass man die da auf einem Bildschirm sieht. Da hat man die Wurfkonstanz aus 10. Also das ist oben abgekürzt mit WK. Ja, das ist mit Wurfkonstanz. WK, genau, Wurfkonstanz. Dort ist weniger wichtig, wie stark das man schießt, sondern wie konstant das Stechen ist. Ja, ich verstanden. Dann hat man die seitliche Abweichung, SA. Dann hat man die Standstabilität, wo man die Parameter hat. Und dann die Oberarmstabilität und das Bewegungsausmaß. Und was man jetzt hier sieht, ist so mit einem Spinnennetzdiagramm, sind da die 5 Parameter so dargestellt. Und die rote Linie ist quasi die Referenzlinie, die Harald in seinem Buch da herausgefunden hat oder bestimmt hat, um zu sagen, dort macht es quasi, unterscheidet sich der gute Spieler von der schlechteren Spieler. Und die Idee wäre, der Grün zeigt jetzt das, was ich gemessen habe, von meinem Wurf. Zeigt nicht die einzelnen Parameter an, wie gut die zu der Referenz sind. Also wenn jetzt etwas außerhalb ist, wie jetzt da die Oberarmstabilität, dann ist das nicht gut, da haben wir Handlungsbedarf. Ja, was man jetzt hier kann zeigen kann, ist, ich tue jetzt mal löschen. Dann kann man das Training aufnehmen, bestehende Training importieren. Was ich auch mache am Anfang zum Trainieren, beziehungsweise messen, kann man eben da die verschiedenen Amput-Trainings, die man hat, oder grafische Ansichten, die braucht man eher später. Aber man kann da so Würfe auf die Zielscheibe machen. Ich tue jetzt da einen am Handgelenk nehmen. Da kann man nicht auswählen, welchen Sensor das man macht, was für Einstellungen das man hat. Ob man in die Statistik kommt, das ist jetzt für mich nicht mehr relevant. Und dann muss man so ein Training starten. Und jetzt hier ist eigentlich die Idee, dass man da das, was man nicht geschossen hat, auch gar kann sagen, welcher Wurf ist woher gegangen. Dass man nicht im Nachhinein kann sagen, der Spieler hat von 33 Würfen, hat er ja, 20 auf 20 Feld getroffen. Und dann kann ich nicht im Nachhinein noch klassifizieren, wie gut das der Spieler ist. Okay, eben hier sehen wir jetzt da quasi Zielscheibe oder Tatscheibe, wo man nicht getroffen hat. Also kann man nicht die 3 Schüsse geben und kann nicht direkt aufklicken, wo das der Pfeil gelandet ist. Und dann misst er noch, ist er im Ziel gewesen, plus die verschiedenen Werte, die er abgibt. Dass man auch kann interpretieren kann, da habe ich getroffen, wie habe ich mich bewegt für diesen Schuss, oder? Genau, im Nachhinein kann man nicht quasi probieren, das zu klassifizieren, um zu sagen, welche Parameter sie jetzt quasi machen aus, dass es ein guter Wurf ist. Ich tue jetzt einmal 3 Würfe geben. Also wenn er da jetzt 5 irgendwie und 2 zu 20. Jetzt sehen wir da 2 erkannt, drücken da, ist noch einer erkannt, den ich drücken muss. So, jetzt kommt der 4. Und dann musst du halt zeigen, da am Arm,
Nur mal schnell, wenn die Sensoren, das ist im Prinzip einfach so ein Armband mit einem Klettverschluss, also mit einer Klettoberfläche. Und an diesem Sensor hast du auch Kletten, da kannst du einfach so dran machen. Das genau, kannst du eigentlich anbringen, wo du willst. Das kannst du jetzt am Oberarm anmachen oder kannst du es anmachen, wo du willst. Genau. Ja, hier ist auch wichtig, dass quasi der Sensor der richtige Weg rum ist. Der USB-Anschluss geht hoch. Und dass er so mehr oder weniger in Wurfrichtung ist, dass er nicht die da Beschleunigung kann messen. Okay, okay. Mittlerweile habe ich das noch korrigiert. Vorher hat man, wenn man so hat, jetzt grosse Fehler gegeben. Das tut jetzt alles automatisch ausgleichen, dass er nicht die Wurfrichtung noch erkennt. Okay. Ja, jetzt von der 5D-Datkring würde ich es jetzt nicht so machen mit nur einem Sensor. Da würde ich jetzt Sensor am Handgelenk oder einen am Oberarm dran tun, dass man gerade beide Sachen kann messen. Und dann geht es gleich, was du am Oberarm hast, machst du eben mit den Klammern auch einen Gürtel am Rücken, oder? Wegen der Standstabilität, ist das richtig? Genau, ja. Also kann man da mit einem anderen Band in den Oberarm tun, Sensor dran. Oder es gibt nicht so ein Clip, dann jetzt gerade im Moment. Ja, da habe ich auch so bestellt. Das empfehle ich auch, wenn das jemand bestellt, bestellt das Set mit dem Clip. Weil da kann man es in so eine Gummihülle reinmachen, der Sensor, da ist ein Clip dran und da kann man es gerade am Gürtel anstecken. Das ist sicher am einfachsten. Genau, also wir könnten übrigens auch das Handy da drauf tun, das würde auch aus dem Sensor, aber das ist... Oder das Tablet würde theoretisch auch gehen, oder? Genau, würde ich theoretisch auch gehen. Genau, das Handy ans Handgelenk führen und das Tablet auf den Arm und dann spielen wir noch Dart, oder? Also hier würde ich jetzt mal empfehlen, irgendwie so 33 Würfe zu machen, also Minimum 15. Aber 33 Würfe wäre jetzt gut, das kann man so gut mal 3 und dann hat man irgendwie... Wie viel auf 100 das man trifft, dort kann man da wieder sagen, wo man getroffen hat. Hoppla. Jetzt setzt da wieder nur kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe jetzt alles geschossen. Genau, und jetzt, was passiert jetzt genau? Jetzt tut es das Speichern von diesem Training. Also das ist wie ein normales Training, das tut alles genau aufnehmen. Tut da zeigen, was man trainiert hat, oder jetzt du es auch schon das Resultat aufzeigen von diesem Training. Also es hat alles gemessen, zum Beispiel... Man sieht auch hier so Hieroglyphenzahlen von mir mit Grad und Gramm und weiss ich was. Ja, genau. Ja. Also das würde jetzt zum Beispiel da sagen, durch die Wurfstärke ist 3,38 G. G im Sinne von Erdbeschleunigung, also 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat ist 1 G, oder? Das sind die G, die ich spüre, wenn ich auf die Achterbahn gehe und unten in der Kurve rein. Genau. Und je schwerer du bist, je mehr G hast. Genau, 1 G ist quasi normal, wenn man sich nicht bewegt. Und eben, ich habe jetzt 3,38 G im Durchschnitt. Und die hintere Zahl ist so mathematische Größe, das ist die Standardabweichung. Das ist quasi die Abweichung zum Mittelwert von den Dingen. Also der hat jetzt plus minus 0,34 G. Ist jetzt da die Abweichung vom Abschnitt. Also jetzt zeigen wir so eine Grafik. Und ja, jetzt zeigt es auch der Armwinkel zum Beispiel, 112, 119 Grad. Und ja, jetzt kann man da in der Premium-Version, kann man da die grafische Ansicht dann auch sehen, kann man dann zum Beispiel den Unterarmwinkel darstellen. Das da ist, nein, das da ist quasi, wenn man den Arm unter hat. Oh, wenn ich anfange. Genau. Jawohl. Und der Wert ist, wenn man den Arm ganz hinger hat. Weil quasi die grösste Ausholbewegung ist nicht der Winkel oben. Okay. Und nachher tut man... Das ist dann der Wurf? Das ist eigentlich der Follow-through, wo man sieht, nachher quasi die Nachholbewegung. Das, was man alle sagt, die in den Schwung ausführen bis am Schluss und nicht unterbrechen in der Mitte. Genau. Das wäre der dort, okay. Genau, und das sieht jetzt hier aus, dass... Der Winkel, den man jetzt am Schluss hat, wenn er ziemlich gerade ist, ja, da bei 120 Grad. Also, es ging vom, da müsste ich dir vielleicht schnell ein anderes Beispiel zeigen, eine andere Grafik. Eben ist der Unterarm, wenn man 90 Grad hat, ist genau der Winkel, oder? Oder? 90 Grad ist ja so, 0 Grad, jawohl. 90 Grad, 180 Grad, oder? Das ist genau senkrecht gegen oben. Das sind die 180 Grad und jetzt habe ich etwa 200 Grad jetzt da. Das ist etwa so, oder? Genau. Also das ist 200 Grad so. Und dann ist auch so, wenn man gerade streckt und bleibt, das ist quasi die Linie und nicht schön gerade. Das kann man da rauslesen. Und je näher dass die Linien zusammen sind, je besser. Also
Wie gesagt, ich komme jetzt, ich habe hier unten, habe irgendwie den Rahmen locker da unten, dann fange ich an von oben zu ziehen. Und hier an diesem Punkt ist dort, wo ich am Ausgangspunkt vom Wurf habe. Ist genau, das richtig? Genau. Da. Und nachher wirf ich dann hier irgendwann in der Mitte, gebe ich auch den Pfeil ab. Und am Schluss ist dort, wo ich mit der Hand quasi ausschwinge. Genau, ja. Und ja, jetzt das. Aber wieso ist das? Aha, jetzt kann ich mir das effektiv so vorstellen, dass die Höhe vom Arm auch in der Grafik. Nein, es ist aber nicht. Das ist das, was ich nicht verstanden habe. Weil der Arm, wenn ich ihn ausgeschwungen habe, ist ja nicht so weit unten. Wie die Ausholbewegung oben. Oder ist das so? Ja, doch. Ja, es ist ja. Doch, ich kann nicht. Stimmt. 180 Grad, oder? Genau, und nachher machst du es ab, dann ist er ja viel weiter unten. Genau. Und jetzt eben jetzt. Ah, 120 verstanden. Grad, jetzt, ja, so. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Gut, die Grafik habe ich verstanden. Jetzt die andere Grafik. Die mit dem S drin. Genau. Also das da kann man sich vorstellen. Da bin ich überhaupt nicht rausgekommen, da bin ich ganz ehrlich. Wie da vorne das Startboard ist, oder? Da ist das Startboard. Und jawohl. Das ist wie der Spieler von oben. Aha. Würde ich fütteln. Wir können vielleicht schnell das am PC zeigen. Ich habe dort ein paar Grafiken vorbereitet, dass man das ein bisschen noch besser verstehen kann. Also da ein paar Beispiele von der seitlichen Abweichung, wie das, oder der seitlichen Beschleunigung, wie das da aussieht. Eben, man kann sich das so vorstellen, wie der Spieler von oben. Und ja, wie die seitliche Abweichung genannt ist. Und der Wurf, also was da quasi gegen unten ist, das ist Beschleunigung. Und nachher, wenn es nicht wieder hinten dran geht, das ist nicht beim Abbremsen. Aber ich mache doch mit dem Arm nicht so eine S-Kurve da. Ja, ja. Oder was ist das genau? Die S-Kurve, dass der Schwung so von rechts nach links und dann wieder rechts geht. Oh, jetzt bin ich noch nicht auf. Oh, aber da sieht man es gut. Ja. Ich mache das nochmal genau da. Da sieht man es jetzt gut. Also wenn das von oben ist, ist das quasi, da wo das rote Böllel ist, ist quasi von oben vorgesperrt bei meinem Glatzen. Genau. Theoretisch. Und nachher, aber was ist das da für ein Ding? Also. Das da, die da Kurve da, ja, ist eigentlich nichts anderes als die zwei Grafiken aufeinandergelegt. Und zwar fährt es da ein Jahr, beides ruhig, die sind da schön in der Mitte. Da der was heisst das beides ruhig? Ich stand ruhig da mit dem Pfeil nach unten? Ja, mit, nein, oben, mit tut nichts bewegen, es hat keine gut. Beschleunigung drauf von nichts. Okay. Und das da ist nicht Beschleunigung gegen vorne. Jawohl. Und hier sieht man, dass wenn man nicht gegen vorne beschleunigt, tut es gleichzeitig relativ stark seitlich beschleunigen. Das da ist nicht Beschleunigung seitlich. Zeig mir schnell eine seitliche. Was ist eine seitliche Beschleunigung? Ja, also der Sensor, ja, der sich quasi so bewegt. Aber das kann sein so, oder wenn er dreht, tut er sich natürlich auch seitlich beschleunigen. Der wäre im Prinzip Traumvorstellung. Hoppla. Gimbal müsste man bewegen. Genau. Traumvorstellung wäre im Prinzip, wenn die Linie gerade wäre. Ja, ist ja so. Mit dir mal jetzt ein paar Beispiele zeigen. Ich kann dir das gerade mal live demonstrieren. Okay. Und dir da mal. Also, die Grafik kann man im Nachhinein ja angucken, aber ich kann sie auch gerade direkt in der Training live sehen. Also, ich tue jetzt das Training starten, wo ich da die grafische Ansicht gerade darstelle. Ich kann nicht sagen, wie viele Wurf soll es anzeigen. Mhm. Ich tue jetzt mal alle, dass man da die ganze History sieht. Und tue dann mal starten. Gut. Und jetzt tue ich da mal wieder in der Pfeil nehmen. Und jetzt den Wurf genau so machen. Also, ja, machst drei Pfeile vielleicht. Genau, so tue loslegen. Jawohl. Das ist quasi die Bewegung schön gerade. Da tue ich nichts, drehe nichts. Aber ich kann den Pfeil auch so haben. Es gibt so Spieler, genau. Sie sind so nebendran, du schiessen und dann mache ich so eine Bewegung. Verstanden. Und dann tut es eine Dreibewegung. Jetzt mache ich einfach mal, das ist nicht mein Wurfstimme, ich habe eher noch so ein bisschen seitlich. Ich probiere mal ganz schön gerade, drei Pfeile einfach so. Oh, das ist jetzt nicht mein Fall. Ne? Wirklich probieren. So, und jetzt können wir das Kunstwerk anschauen. Und das ist ja schon extrem spannend. Das ist für mich, ich finde das technisch so faszinierend, dass du das so aufzeichnet. Aber jetzt sag mal schnell, was du da genau gemacht hast. Also, beim ersten Wurf war es noch besser gewesen. Jetzt da der zweite und dritte Wurf hat ein bisschen mehr geköpfert. Mhm.
eine relativ gerade Linie gegen vorne und das ist relativ schmal. Wie gesagt, das ist irgendwie so unter 1G-Beschleunigung. Also seitlich hat es relativ wenig Drehung. Ah, okay, das ist Beschleunigung gegen vorne. Und nicht das hier, quasi am Schluss, ist, wenn ich abbremse, also beim Bremsen, tue ich noch relativ viel bewegen. Ah, okay, also das, was unten ist, ist das, was am Schluss ist. Genau, das ist am Schluss beim Bremsen, genau. Und das ist jetzt mal ein Ding, das ich schön gegen vorne tue, dann ist das da relativ eng. Jetzt mache ich nochmal 3 Würfe. Ich gehe wieder in die Sicherheitszone. Ja. Mache ich mal da 3 Würfe, wenn ich wirklich übertrieben sehe, so quasi die Bewegung habe. Ja. Das ist etwas. Also da haben wir jetzt Parallelen da oben, die sind einfach leicht verschoben, aber man sieht, das sind nicht alle die gleiche gespielt. Der Rot ist quasi immer der aktuelle und nicht je dunkler, je heller es wird, je älter sind sie. Genau, ja. Und jetzt sehen wir, jetzt ist es schon ein bisschen breiter geworden. Und es gibt Fälle, wo wirklich das bis auf 2G neben rausgeht. Und das ist wirklich dann, wenn man es schön so tut, drehen beim Losschießen. Was man ja nicht soll. Also, was hat man nicht? Jeder hat seinen Stil, schon klar. Aber. Ja, ein Teil ist sicher Stil, also persönlicher Stil. Aber jetzt zum Beispiel, was man hier gut sieht, ist, wenn man natürlich beim Vorwärtsbeschleunigen ist die Beschleunigung noch relativ klein, aber hinten raus, beim Abbremsen, hat man nicht mehr, wo man schlottert. Mhm. Und das ist sicher nicht optimal. Je mehr Bewegung das man drin hat, je schlechter. Also, wobei, da kann man wieder sagen, in dem Moment, wo das passiert, das Zeug da unten, ist schon der Pfeil abgegeben. Ist der Pfeil schon weg, ja, genau. Aber eben, beim Schiessen, bei der Vorwärtsbeschleunigung, ist das Ziel, dass man natürlich so auch schon dort eine relativ eine kleine Bewegung hat. Jetzt bei mir in der App, ich tue beides messen, quasi einfach das Maximum von beidem. Das wäre vielleicht noch eine Optimierung, wo man könnte sagen, dass man 2 Parameter hat, einen von der Vorwärtsbewegung, einen von der Rückwärtsbewegung, also von der Bremsbewegung. Und was mich jetzt natürlich noch wundern nimmt, ist das mit dem Ampeltraining. Jetzt kannst du mal zeigen mit diesen Ampeln, was das genau auf sich hat oder wie man das muss verstehen. Da können wir zum Beispiel einfach die Wurfkonstanz nehmen oder die Stärke. Genau. Also, jetzt gehst du ein bisschen länger, bis er das muss safen, weil er da relativ lang geredet hat. Aber was jetzt so wieder hier ist, oder? Hier sehen wir wieder, ich habe hier irgendwie eine Wurfstärke von 2,6G. Und wenn ich jetzt so sehe, ja, das ist nicht gut, das möchte ich jetzt ein bisschen trainieren, dass es irgendwie konstanter wird, kann ich jetzt da rausgehen, so ein Sampo-Training machen und sagen, ja, ich möchte jetzt da die Wurfstärke trainieren. Ich kann hier einen Zielwert eingeben. Ich habe da schon einen Favorit, der ist schon gespeichert. Der hat mir einen Zielwert schon eingegeben. Mein Ziel ist irgendwie 3,4G, möchte ich mal haben. Mhm. Und daraus sind plus minus 5% von dem ist grün. Und was zwischen 5 und 10% Abweichung geht, ist nicht gelb. Und das andere ist rot. Die Idee von diesem Training ist übrigens so, dass man, wie soll sich beim Wurf, soll man sich ja nicht auf den Wurf selber konzentrieren, ich will genauso stark schießen oder ich will die Arme vorher bewegen. Das Ziel ist dann mit dem externen Fokus, den man sieht. Oder? Man soll nicht an das überlegen. Das Ziel ist, man muss sich auf das Ziel konzentrieren. Das Ziel ist, dass es grün wird. Oder dass man irgendwie, dass man das Ziel trifft. Also man muss sich nicht auf die Wurfstärke konzentrieren, sondern sieht nicht am Schluss, ob es gut ist oder nicht. Mhm. Und dann kann man drauf schauen und so probieren zu optimieren. Hast du jetzt Training starten? Jetzt wenn ich mal das Training starten. Und mal schauen, ob ich eine gute Stärke drin habe. Ja, 3,28G, das ist im Bereich. Ja, das ist ein bisschen schwach. Und der ist noch schwächer. Und das zeigt sich effektiv mit dem Ampeltraining. Genau. Grün, gelb und rot. Genau, also der Wert ist jetzt plus minus
die 5%, 3,5%, da ist irgendwie 5% drunter oder andere ist noch schlechter gewesen. Ist das, kann man das selber einstellen oder ist das einfach eine Vorgabe, wenn es geil ist, ab wie viel Abweichung und ab wie viel Abweichung kommt? Die Abweichung kann man selber einstellen und man kann auch eben die plus minus 5%. Also du kannst theoretisch sagen, alles ist ein 3 und 4, das machst du logischerweise nicht, aber alles ist ein 3 und 4, ist grün. Ja, genau, man kann zwei Schwellen definieren. Ah, okay. Und je besser das mehr ist, je kleiner soll die Schwellen auch sein. Okay. Und eben ganz wichtig ist eben der externe Fokus, den man hat. Man soll nicht, vielleicht nicht nach jedem Wurf schon aufschauen, sondern Wurf geben. Mhm. Dann hat man irgendwie das Gefühl, zu sagen, es ist gut. Mhm. Dann kann man das bestätigen, also, ja, es ist gut gewesen oder nicht. Und so quasi am Schluss nicht vergleichen, ob man das Ziel erreicht hat oder nicht. Mhm. Und so kann man sich nicht herantasten und die einzelnen Sachen verbessern. Was sicher sinnvoll ist, eben die Wurfstärke in dem Ampeltraining, aber auch der Armwinkel. Wenn man sieht, ich will nicht unbedingt strecken gehen, den Wurf, dann kann man eben den Wert am Schluss sagen, ich will irgendwie bei 100 Grad sein, oder? Vom Boden, dass der Arm ging schon so schön ist, oder? Ich setze hier ein bisschen ins Licht rein, wir sind da ein bisschen aus dem Licht raus. Okay. Also das ist sicher auch noch ein sinnvoller Wert, Wurfstärke, Armwinkel. Die anderen Sachen, die habe ich jetzt mal drin genommen, dass man die auch so Ampeltraining machen kann. Oder Stand doch, ist auch ganz wichtig, dass man sieht, wie gut das der Stand ist, ob man eine Beschleunigung hat gegen oben. Übrigens, beim Stand ist es so, es ist nicht eine Beschleunigung, die wichtig ist gegen Führer und Hinterer. Das sieht man relativ viel bei vielen Spielern, auch bei guten Spielern. Das ist eigentlich gar nicht so relevant für den Hinterer. Was der Harald in seinem Buch gemessen hat oder herausgefunden hat, ist vor allem die Hüpfer. Das Hüpfen, ja. Dass man beim Schießen so quasi die Aufwärtsbewegung hat. Und das, je stabiler dass man steht, je weniger hat man die Bewegung drin. Also wie soll nur die Arme bewegen. Ja, klar. Und je weniger dass man sonst bewegt, also wenn man da die Hüpfer drin hat, je schlechter. Oder? Das kann man sicher auch trainieren, weil da hat man auch direkt Feedback, ob man jetzt stabiler steht oder nicht. Ich bin der Meinung, das ist doch eine grandiose Geschichte. Also es geht sicher nicht nur mir so. Ich bin der Meinung, dass ich glaube, das braucht irgendwie jeder. Jetzt müssen wir das noch irgendwie in den Griff kriegen mit diesen Sensoren. Kannst du nicht selber herstellen? Ja, das ist relativ schwierig. Oder? Ist ja nicht nur der Sensor selber. Oder? Sie haben ja auch eine gute Software geschrieben für das, drüber geschrieben, dass man das in der App kann direkt mit Bluetooth rauslesen. Also da ist ja Software dahinter. Ja, die sind auch halt ihren Preis wert. Und eben, zum Beispiel auch den Winkel berechnen und das alles da steht, das ist relativ viel Software, wo viel Ingenieure dahinter, das kann man nicht selber machen. Okay. Ja, super. Los, dann danke ich dir für die Demonstration. Ja, und ich hoffe, man hat als Zuschauer ein bisschen etwas mitgekriegt oder ein bisschen verstanden, was es hier geht. Es ist einfach ganz eine andere Form von Training. Also einfach mehr richtig, mir kommt immer Macklingen in den Sinn, ich weiß nicht wieso. Halt einfach mehr das Sportanalytische, das Bewegungsanalytische. Und wer das interessiert, wieso nicht? Einmal ein Training machen. Und wie gesagt, wenn man es nicht gerade will kaufen. Und also ich habe jetzt auch nichts geschenkt gekriegt von niemandem. Die Werbung mache ich aus freien Zeug und aus Überzeugung. Ich denke, das kann schon Sinn machen, wenn sich da jemand sagt, ja, jetzt will ich einfach mal meinen Wurf analysieren, um zu schauen, wo Potenzial da ist oder wo ich grobe Fehler mache. Oder? Und von dem her, grossartig. Also, merci dir, dass ich das durfte zeigen. Ja, du, gern geschehen. Also, dann tue ich an dieser Stelle die Kamera einmal abstellen und wir wünschen allen noch einen schönen Obernachmittag, morgen, je nachdem, wenn ihr das geschaut habt. Und guten Tag. Guten Tag, merci.